Sehr gut. Astrein, kann ich ihn jetzt ausnehmen? Verdammter Griechisch Mist, das gesagt durch das Tür! Hätte ich ihn jetzt noch mit Ropus befeuern müssen, als der auf dem Boden lag? Das probiere ich mal. Haben wir noch Steine zu ihr? Steine zu erfahren. Sollst dich öffnen! So, also nochmal. Was zum? So, und da hätten wir die Ropus schon mal parat. Aber wenn es ihn jetzt ermittelt. Komm schon. Ausgerutscht. Immer noch nicht. Jetzt. Jetzt auch fix. Und? No, bam! Sehr gut. Direkt vor Nische. Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. Das muss ich ihm zugeben. Okay. War's das jetzt schon? Warte mal. Er hat doch irgendwas in die Schale reingeworfen, oder? Hat er nicht gesagt, dass er irgendwas opfert? Hat er nicht was reingeworfen? Was hat Mokus hier vorhin reingelegt? Ein Spiegel. Den nehme ich mit. Hm? Spiegel? Können wir damit den, was war das, ein Troll? Ich bin mir nicht sicher, können wir damit den Troll blenden? Ja, wir sind ja draußen, wir haben ja wieder Sonnenlicht. Das kriegen wir schon irgendwie hin, jetzt, komm. Abigailobby hier. Komm schon. Hey, schau mal. Ja, das war offensichtlich. Zeit zu verschwinden. Das hat ihn wütend gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Sache ist. Ihr könntet doch jetzt runterfallen, oder? Kommt er mir hinterher? Kommt er hinterher? Bin ich weit genug? Nee, kommt doch nicht. Mann. Können wir mit der Angel vielleicht noch was anfangen? Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Ja, also nicht. Sag's doch einfach. Sag doch einfach, nein, man kann nichts damit anfangen. Anstatt nochmal zu erzählen, was das ist. Ich weiß, was das ist. Ich habe das selber gebaut. Ich kann hier nicht weg. Die beiden sehen unverletzt aus. Noch. Wenn Mokus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Ja, aber lieber nicht. Letztes Mal hat die Faulheit noch über seine Wut gesiegt. Aber beim nächsten Mal könnte es ungemütlich für mich werden. Ich sollte lieber sicherstellen, dass kein dritter Versuch nötig sein wird. Okay. Der Troll würde mich sehen, sobald ich die Deckung verlasse. Zumindest, wenn er so dasteht. Das traf ich jetzt nicht. Was? Kann ich den werfen mit Kristallen? Nee, das wäre Blödsinn. Die brauchen wir ja noch. Ich muss den blenden, dann dreht er sich um. Und ich gehe davon aus, wir schmeißen den ins Wasser. Oder etwa nicht. Oder? Das könnte eigentlich auch unser starker Nate machen, wenn wir zu schwach dafür sind. Die beiden sehen unverletzt. Gut. Ach nee, die will aber, die will nicht. Lieber nicht. Nee, ich sollte lieber... Ja, die möchte ja gerne darauf verzichten.
Angel können wir mitnehmen. Wir blenden den Troll, werfen ihm die Angel zu. Die fängt er eventuell mit zwei Händen. Das ist eine Variante. Und stoßen ihn dann runter. Ist das eine Variante? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, probieren wir es mal. Lieber nicht. Nee. Ich sollte lieber sie. Dann machen wir stattdessen erst eine Angel. Das miteinander kombinieren? Nein, auch nicht. Hä? Ach Mensch, ey. Es wird zum Ende hin einfach etwas schwieriger. Aber das ist okay. Das kriegen wir schon alles raus. Wir müssen nur gründlich genug nachdenken. Mit dem Ding will ich keine Bekanntschaft machen. Das ist eine Keule. Sind die uns sicher? Der Troll würde mich sehen. Nee, würde er nicht. Der Troll würde mich sehen. Ach, komm, Mann. Hey, du Troll! Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. Du solltest sie nicht. Wenn in deiner Keule Holzwürmer sind, ist sie damit klüger als du. Er meint es nicht so, stimmt. Ja, ein bisschen abgehackt. Okay. Ja, das... Hä? Was ist das denn jetzt? Was hat die denn jetzt gemacht? Hat eine Schnur gespannt. Zwischen der Keule und dem Felsen. Nicht schön, aber selten. Jetzt vielleicht? Hey, schau mal! Das war großartig! Los, befrei uns und dann nichts wie weg hier! Ich hab's nicht platschen hören. Wir können doch nicht weg, wir müssen doch das... den Schatz holen. Kein Schatz ist das wert. Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist und wer seine Mutter ist? Das weiß ich und ich habe ihn ausgeschaltet. Du hast was? Mach das Schiff abflugbereit. Wilbo und ich holen den Schatz und sind gleich wieder da. Ich werde das Schiff abflugbereit machen. Und sobald es das ist, werde ich abfliegen, mit oder ohne euch. Aber Captain Nate... Sie wissen so gut wie ich, dass Sie sich nicht einfach unter den nächsten Stein verkriechen können. Ich habe Motrogas Sohn ausgeschaltet und Sie waren dabei. Ich bin erledigt. Nur der Erzmagier kann dich schützen und der will den Schatz. Also warte hier. Okay. Also los. Macht ihr das schon von alleine? Ja, das machen sie von alleine hervorragend. Fast ein bisschen unheimlich. Was, dass da eine Zunge rauskommt? Na los. Mensch. Gehen wir weiter und holen uns den Schatz. Was glaubst du, was für ein Monster die Statue darstellt? Ich glaube kaum, dass das relevant ist. Vielleicht doch. Was? Du? Ivo? Hm? Es ist dunkel. Ich kann nicht so gut mit Dunkelheit. Dann solltest du für Licht sorgen. Ich kann gerade nicht. Okay. Okay, das kriegen wir doch hin. Warte mal, haben wir jetzt schon Wilbo? Etwas Hartes, Hölzernes. Vielleicht sind es Knochen. Lebendige Skelette, die... Vielleicht ist es einfach nur Holz. Oder das. Sehr gut. Ja, eine vertrocknete Leiche. Ihre Haut ist wie Papier und... Es ist ein Karton. Sehr gut. Hab ihn. So, jetzt haben wir einen Karton. Im Karton sind kleine Schachteln. Okay. Und in den Schachteln sind
trockene, eckige Dinger. Also noch mehr Schachtel. Fühlt sich etwa an wie getrocknetes, zu Würfeln gepresstes Gras. Es riecht ein wenig wie in Seefeld. Nach Meer. Ozean. Das kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich es. Es sind Trockenquallen. Leuchtquallen werden getrocknet in kleinen Kartons angeliefert. Hast du gerade die Qualle angeleckt? Nein. Woher weißt du, wie Quallen schmecken? Das ist meine Sache. Sehr gut. Okay, warte mal. Ich hab doch hier was gesehen. Das ist doch hier wie so ein Licht gewesen. Etwas Kaltes. Aus Metall, glaube ich. Wie eine Kugel mit runden Erhebungen. Einige Stellen an diesem Ding sind aus Glas, wie es scheint. Es ist ziemlich schwer, aber es ist hohl. Auf einer Seite befindet sich eine Öffnung. Es ist also eine Art Gefäß. Ja, schon klar. Und es wird höchstwahrscheinlich auch die Lampe sein, mit der wir jetzt arbeiten können. Aber da muss dann Wasser rein, wenn ich das richtig verstanden. Gefäß mit Flüssigkeit. Und dann tun wir das Zeug rein, dann müsste es ja funktionieren. Ich habe das Gefäß mit stinkender Brühe gefüllt. Köstlich. So, jetzt? Ich stelle das Gefäß hier ab und lege eine Qualle hinein. Du, Ivo? Ja? Ich glaube, das war kein Gang. Was du nicht sagst. Saubere Arbeit. Ich finde, wir sollten schleunigst hier raus. Nicht ohne das da geholt zu haben. Sehr gut. Wirf mich du meinst? Allerdings. Das Artefakt des Schicksals. Es wird nicht nur vom Monster bewacht, es ist im Monster. Holen wir es. Und wie? Du gehst in die Taucheranzug. Ich kenne diese Dinger. Damit kann man unter Wasser atmen. Opa hat mit so etwas Bomben an Rümpfen orkischer Galeeren befestigt. Leider gingen die Zündschnüre immer aus. Die ist ja groß genug für das Ding hier. Die könnte eigentlich hier direkt rein. Menschen sind berühmt für ihre alberne Kleidung. Aber das ist einfach nur lächerlich. Erzähl doch nicht. Das kannst du doch nutzen, um darüber zu kommen. Ich sehe doch jetzt schon, wie wir darüber diskutieren müssen, dass du nicht in der Lage bist, durch diese Brühe zu kommen. Magensäure. Eine ganze Menge. Sie kann einen Menschen in Minuten auflösen. Und dem Geruch nach zu urteilen, ist das schon einige Male vorgekommen. Ja, und? Wie denkst du jetzt über den Taucheranzug? Ich kann nichts erkennen, was uns weiterhelfen würde. Nein, das kannst du natürlich nicht. Ach, Mann. Könnten? Warte mal. Wir Elfen benutzen in Kristallfiolen eingefangenes Mondlicht zur Beleuchtung. Aber in dieser Situation tut es wohl auch so eine Qualle. Das ist ja eigentlich der Helm von Ein Koffer mit Menschenkleidung. So fein für Abenteurer. Vielleicht ist ein Handelsschiff auf die Felsen vor der Insel gelaufen und er gehörte einem Passagier. Ich würde so etwas nie anziehen. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Noch. Okay, mal vielleicht wechseln. Vielleicht hat ja Wilbur was. Benutze die? Was? Vielleicht könnte ich das Fass als Boot benutzen. Ah, sehr gute Idee. Aber dafür fehlt mir ein Paddel. Ich kann ja schlecht mit den Händen rudern. Alter, ich weiß Bescheid. So, hier, Paddel. Wo ist es? Komm schon. Hä? Ach nee, Quatsch, das Paddel war ja... Ach, das Paddel war ja draußen? Nein, das haben wir ja verbaut. Das wäre das. Super, jetzt ich. Ich denke, wir lassen uns für dich etwas anderes einfallen. Okay, das ging überraschend schnell. So, haben wir denn hier irgendwie... Was ist das? Betrachte Horn. Das könnte man doch als Paddel benutzen. Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Es ist eine Art Musikinstrument. Die wilden Menschen in den Bergen benutzen so etwas. Beziehungsweise damit könnte man ihn doch anziehen. Kein Interesse. Na ja, super. Kannst du das Holzfass jetzt rüberstupsen?
Ah, du sollst es rüberstupsen. Dann hätte man mit dem Hom ranziehen können. Das ist doch nicht so schwer gewesen, oder? Müssen wir das jetzt tatsächlich so machen? Das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Was haben wir denn noch hier? Trachtenloch. Es stinkt ekelerregend aus dem Loch. Scheint mir eine Art Abfluss zu sein. Ich habe so das Gefühl, dass wir da rausgehen, wenn es zu weit ist. Ein Holzbrett. Es ist ungefähr 1 Meter lang und läuft nach oben spitz zu. Also paddelartig? So supi. So, was haben wir hier noch? Die Schatztruhe. Die Truhe scheint diese Öffnung in der Wand zu verstopfen. Vielleicht ist sie angesaugt worden. Das heißt, wir bekommen sie nicht raus, wa? Ich bekomme sie nicht raus. Natürlich. Sie hat sich festgesogen. Natürlich. Ich bekomme ja, sie... Ja, ist ja gut. Aber jetzt könnte man vielleicht das Blase ins Horn... Wieso Blase ins Horn? Kein Interesse. Das nicht ins, das nicht ins Horn blasen. Das ist etwas Gnomisches. Das heißt, es ist gefährlich und wird höchstwahrscheinlich keinerlei sinnvolle Funktion haben. Sag das nicht. Ich fasse nichts an, was von einem Gnom gebaut wurde. Okay, also werden wir jetzt Wilbur mal rüberschicken müssen. Der ist wahrscheinlich ein bisschen... Steig in das ekelhafte Loch hinab. Ist das sinnvoll? Als ob. Ja, also eher nicht. So, also gehen wir erstmal wieder zurück. Jetzt können wir Wilbur den, das Brett geben, was er im Prinzip ja wie ein Paddel benutzen kann. Ein bisschen eklig ist es ja schon. Trotz alledem noch. Hier, nimm. Danke. So, und jetzt wechseln wir auf Wilbur und paddeln rüber. Easy peasy. Für Ivo ist jetzt zwar nicht mehr genug Platz im Fass, aber ich sollte trockenen Fußes ans andere Ufer kommen. So ist es geplant, mein Freund. Und jetzt reiten wir dir. Boah, voll süß, wa? So, was machen wir jetzt? Jetzt benutzen wir den Gnomenapparat. Aber hallo. Papa hat Mama so ein Ding geschenkt. Man legt Schiefertafeln auf diesen runden Teller und setzt dann vorsichtig die Nadel auf die Scheibe. Man hört dann, wie eine Nadel über eine Schiefertafel kratzt. Ein fürchterliches Geräusch, das von dem Rohr da noch verstärkt wird. Ah ja, okay, also noch nicht ganz zu Ende gedacht. Das Ding ist mir zu unhandlich. Ich nehme nur den Lautkratzer mit. Okay. Sieht aus wie eine gigantische Tröte. Vielleicht haben die Riesen sie gemacht. Na gut. Das stinkt wie, naja, nicht gut halt. So, er wird die Schatzruhe aber auch nicht rauskriegen. Das ist zu hoch für mich. Ja. Das habe ich befürchtet. Jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt? Lautkratzer. Was haben wir denn mit einem Lautkratzer? Also, beziehungsweise hier mit dem... Ach, mit dem Lautsprecherstück des Grammophons. Was soll man denn damit machen? Okay, vielleicht noch ein bisschen die Gegend absuchen. Blase ins Horn, das bringt uns nicht sehr viel. Benutze das Holzfass, dann kommen wir wieder zurück. Betrachte den Apparat, das haben wir schon gemacht. Und ja. Gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Gut, ja... Die Zeit verrinnt leider ein bisschen. Da werden wir wohl höchstwahrscheinlich... Ja, die Flaschenpost überprüfen wir noch. Nee, können wir nicht. Na, traumhaft. Vielleicht noch schnell einen Koffer. Komm, den Koffer. Ein hübscher Koffer, gefüllt mit allerlei teuren Kleidern. Spitzen, Seide, lange Unterhosen. Nur das Beste. Ja, lange Unterhosen sind das Beste. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann aufgrund des Zeitmangels, sage ich, da müssen wir halt dann nächste Woche wieder reingucken, beziehungsweise in, eventuell morgen, je nachdem, wie ich zur Aufnahme komme. Und ja, machen wir es relativ kurz und schmerzlos. Ich sag mal tschüss aus dem Bauch des Monsters. Tschüss.